dann kommen wir mal zum Thema. Und zwar geht es heute um das Thema Umweltgifte im Aquarium. Wie schütze ich mein Aquarium? Ja, und bei diesen Umweltgiften ist es so, da bin ich im Discord auf das Thema aufmerksam gemacht worden. Und da geht es eben nicht nur um Umweltgifte, zum Beispiel aus der Luft oder aus dem Wasser, sondern auch um Umweltgifte, die wir selber ins Aquarium eintragen können. Zum Beispiel durchs Rauchen oder zum Beispiel durch Handcremes, ja, oder durch Seife oder irgendwelche anderen Stoffe, die wir uns an die wir an den Händen haben. Oder auch einfach nur um mögliche Keime, die wir eventuell ins Becken eintragen können. Ja, es ist jetzt zwar nicht direkt Umweltgifte, aber ich wusste nicht, wie ich das anders zusammenfassen sollte. Also im Prinzip, wie wir unser Aquarium durch die Stoffe belasten, ja, und wie wir da, was wir dagegen tun können, ja, die wir also, wie gesagt, selber ins Aquarium eintragen. Ja, beziehungsweise es geht darum, auch wie schlimm oder wie gefährlich ist das? Ja, was, welchen Aufwand muss man da treiben? Ja, ich sag mal, Punkt 1 ist natürlich das Thema Rauchen. Ja, Rauchen ist quasi eine Geschichte, die wir uns selber antun, ja, und unseren Mitmenschen und auch unseren Mitgeschöpfen, ja, Hund, Katze und unter anderem auch unseren Fischen. Ja. Also wir haben, wenn wir rauchen, befindet sich natürlich in der Luft sowohl Nikotin als auch Kondensat, ja, also Teer nennt man das ja auch landläufig. Ja, da brauchen wir noch nicht mal unbedingt unsere Hände, aber als Raucher haben wir den Kram natürlich ganz massiv auch an der Hand. Und wir wissen, dass, also speziell Nikotin, ja, also die anderen Stoffe aus dem Kondensat sind also unter Umständen auch extrem giftig, aber also ganz extrem giftig ist das Nikotin. Ja, da re reagieren sehr viele Tiere drauf. Und zum Beispiel also die wirkungsvollsten Pflanzenschutzmittel für die Landwirtschaft sind Nikotinderivate oder Nikotinester oder ja, also auf Nikotinbasis bestehende Pflanzenschutzmittel. Ja, die haben besonders starke Wirkung, weil die blockieren oder die wirken auf das Nervensystem der Tiere. Ja, und entsprechend ist es im Aquarium auch so. Ja, wenn Fische noch einigermaßen damit klarkommen, können wir aber unsere niederen Tiere, also ganz speziell auch Garnelen, können wir mit Nikotin ganz extrem schädigen, bis zum Tod. Ja, deswegen halte ich es für ganz wichtig, dass man zumindest in dem Raum, wo man sein Aquarium stehen hat, möglichst nicht raucht. Ja. Dazu kommt also, dass auch die Rückstände, die man an der Hand hat, ja, also vor allem die Raucherhand, das ist ja auch meistens die bevorzugte Hand, das ist auch die, mit der man ins Aquarium greift, die sollte man also auf jeden Fall vorher gründlich waschen, ja, also überhaupt die Hände waschen, bevor man ins Aquarium greift, also speziell als Raucher oder auch, wenn man sich die Hände mit irgendeiner Creme oder einer Handcreme und irgendeiner Schutzcreme oder was weiß ich eingecremt hat. Diese Handcremes enthalten also häufig Stoffe, die erstmal sich im Wasser ganz schlecht auflösen. Ja, also die also eine sehr hohe Stabilität im Wasser haben. Ja. Ich meine da jetzt noch nicht mal nur Tenside, sondern halt auch andere Stoffe, Parfüms, also Parfums und Duftstoffe und
möglicherweise irgendwelche Konservierungsstoffe, haben also unter Umständen also eine unglaublich lange Standzeit, ja, bevor sie überhaupt sich zersetzen. Ja, und das kann also auch ganz nachhaltig Probleme bei den Aquarien verursachen. Das heißt im Prinzip, wenn ich weiß, ich muss heute ans Aquarium gehen, dann würde ich empfehlen, an dem Tag einfach solche Mittelchen, Handcremes und was weiß ich, oder irgendwelche Duftseifen gar nicht erst zu verwenden. Ja? Also Seifen, wenn überhaupt, dann am besten ganz einfache Seifen. Ja, normale mineralische Seifen. Und wenn es eine Kernseife ist oder irgendwas in der Art, ja, also Seifen, die aus natürlichen Produkten hergestellt werden, ja, quasi Öl und Lauge, ja. Also eine Kernseife zum Beispiel ist so eine Seife. Die ist eigentlich völlig harmlos, weil die, also selbst wenn da Rückstände allerhand sind, die würden sich auch im Aquarium oder würden keinen Schaden im Aquarium anrichten. Außer wenn man natürlich massenhaft drin hat. Ne? Also wenn es nur feinste Rückstände an der Hand sind, dann gibt es da zumindest keine gesundheitlichen Probleme für die Tiere. Ja? Aber alles andere, Pflegemittel, Cremes, Seifen, die sollte man also möglichst vermeiden. Oder vorher nochmal wirklich gründlich die Hände waschen. Und dann halt wirklich mit irgendeiner Mineralseife, also zum Beispiel halt Kernseife, die Hände waschen, um diese Schadstoffe zu entfernen. Nächste ist zum Beispiel, also ist jetzt quasi die biologische Seite. Ja, häufig ist es so, dass wir unsere Hände, ja, mit unseren Händen alles Mögliche anfassen und entsprechend kann das also durchaus sein, dass wir also auch verkeimte Hände haben, ja, dass wir also auch Keime an den Händen haben. So, und da ist es jetzt wieder so, dass ich diese Gefahr eigentlich gar nicht so hoch spielen würde und möchte. Wir haben häufig, alleine auf unserer Haut, haben wir zum Beispiel einen Mantel aus Milchsäurebakterien, ja, oder überhaupt unsere Bakterien, die wir auf der Haut haben. Das sind eigentlich auch Bakterien, die wir im Aquarium haben und auch haben wollen. Ja, und entsprechend sind auch meistens die Bakterien, die wir an der Hand haben, ja, im Tagesverlauf, die sind gar nicht so dramatisch. Ja. Ich meine, gut, wenn wir vorher Hähnchen zerlegt haben, ja, und da möglicherweise Salmonellen dran sind, gut, das ist dann schon mal eine andere Geschichte, aber da würden wir sowieso kräftig unsere Hände mit möglichst heißem Wasser waschen, um da gar nicht erst kontaminiert zu werden. Oder wir arbeiten gleich mit Handschuhen. Ja. Also von daher ist auch da diese Gefahr meines Erachtens also wirklich sehr zu vernachlässigen. Ja, also ich sag mal, es gibt Leute, die betreiben einen unglaublichen Aufwand, bevor sie ins Aquarium reingreifen. Ja, also unglaublich die Hände waschen und ja, wie und noch desinfizieren und was weiß ich alles. Das ist meines Erachtens überhaupt nicht notwendig, weil gesunde Tiere haben ein gesundes Immunsystem. Und das ist auch wichtig, dass sie das haben. Und das ist auch gar nicht schlimm, wenn dieses Immunsystem auch mal mit neuen Erregern konfrontiert wird. Ja? Oder überhaupt mit Erregern konfrontiert wird. Ja, von daher, gesunde Fische sollten aber auch keine Probleme mit haben. Ne? Wie gesagt, andere Seite sind natürlich Pflegemittel, die noch auf der Haut möglicherweise sein könnten. Ja, da würde ich schon ein bisschen vorsichtiger sein. Ne? Ja, oder Gegenstände. Die andere Sache ist natürlich, wenn man mehrere Aquarien hat und möglicherweise auch noch Zuchtaquarien. Ja, und dann möglicherweise mit Netzen arbeitet. Dann, wenn ich da also wertvolle Tiere habe oder wertvolle Zuchtstämme oder wie auch immer, dann würde ich schon versuchen, da dafür zu sorgen, dass ich nicht mögliche Erreger von Becken zu Becken trage, ja, Krankheitskeime. Ja. Also hast du da in irgendeinem Becken kranke Fische, hast du das nicht gesehen,
hantierst du da mit dem Netz rum und gehst dann ins nächste Becken, hast die Erreger direkt im nächsten Becken. Ne? Nächste Becken wird krank. Ja, ich sag mal, ansonsten, ja, was diese normalen Erreger angeht, die normalen Keime, das shit egal. Ja, ich habe damals in meinem Geschäft, habe ich so gehabt, dass ich einen ganzen Schwung Netze hatte und diese Netze sind nach der Verwendung immer in ein Desinfektionsbad gekommen. Ja, dass also Becken, Fische gefangen werden und danach sofort ab in ein Desinfektionsbad. Ja, andere gehen hin und machen für jedes Becken einen eigenen Kescher. Ja, kann man auch machen. Ja. Aber ich sag mal, wenn es nur um Keime geht, die man ganz normal an der Hand hat, das sind eigentlich überhaupt keine Probleme für die Bewohner im Aquarium. Ja. Ich habe da einen Kanal gesehen, der macht da für seine Garnelen einen riesen Tamtam. So von wegen Hände desinfizieren und von Becken zu Becken. Völlig unnötig meines Erachtens. Ja. Ich habe also auf die Art, also alleine über die Hand, ich bin ganz sparsam mit irgendwelchen Pflegemitteln oder irgendwelchen Handcremes oder irgendwas. Das verwende ich eigentlich so gut wie gar nicht. Und entsprechend brauche ich da keine Angst vor zu haben, dass ich da meine Becken oder meine Tiere vergifte mit. Und entsprechend habe ich es noch nicht einmal erlebt, dass ich mir mit Keimen von der Hand irgendwo Tiere geschädigt habe. Ja, das habe ich noch nicht erlebt. Und wie gesagt, ich mache das ja erst seit ein paar 50 Jahren. Ne? Ich sag mal zum Beispiel, ja, manche Leute verwenden irgendwelche Becher, ja, Messbecher oder sowas. Verwenden sie sowohl in der Küche als auch oder im Bad oder wo auch immer und auch teilweise im Aquarium oder versehentlich mal im Aquarium. Wenn man nicht genau weiß, was vorher in diesen Bechern drin war, würde ich diese Becher nicht für die Aquaristik verwenden. Ja? Also gerade so was Eimer und Becher und sowas angeht, da würde ich also ganz gezielt für die Aquarien eigene Becher, eigene Eimer verwenden. Und möglichst auch draufschreiben, ja, wofür diese Eimer oder Becher verwendet werden. Ne, ich habe hier auch meine JBL-Fangbehälter. Die verwende ich auch zum Wasser auffüllen und. Zu Hause habe ich also auch für alle möglichen Sachen habe ich meine eigenen Becher. Ja, also kürzlich hat mein Weibchen da irgendwo im Angebot mal wieder so einen ganzen Schwung Messbecher gekauft, ja, die also alle für bestimmte Zwecke gedacht sind. Ne? Ja, also da würde ich dann schon sagen, also da achtet bitte drauf, dass ihr nicht irgendwelche Fangbehälter, Fangbecher und für verschiedene Dinge verwendet. Ja, ne? Also da sollte man schon drauf achten, dass das dann auch schon nur für die Aquaristik ist. Ja, und um da einfach zu vermeiden, dass man die halt irgendwelche Chemie einträgt. Ja. Gut, man kann natürlich auch so weit gehen, dass man sagt, so für jedes Becken habe ich einen anderen Becher. Gut, das habe ich damals in meinem Geschäft auch nicht gemacht. Ich hatte da, was weiß ich, 10, 20 Fangbecher. Ne? Und wenn ich da für jedes Aquarium einen eigenen Becher hätte haben wollen, ja, das lässt sich schon technisch gar nicht durchsetzen, weil dann müssten die Becher nummeriert sein, Becken nummeriert, ja, dass man ja nicht noch Fische aus dem Becken und aus dem Becken in den gleichen Pott packt, ne? Ja, passiert ganz schnell, ne? Also wenn einer nur sagt, ich davon Bauern und davon Bauern und davon Bauern, ja, dann für drei Fische mache ich keine drei Beutel, ja? Ja, wenn die zusammenpassen, ja. Na klar, wenn das Tiere sind, die sich gegenseitig im Beutel fressen würden oder was auch immer oder sich gegenseitig vergiften, dann natürlich, aber ansonsten ist sowas nicht nötig.